So, Leute. Jetzt kommt der neue Versuch. Ich habe mir den Köder nochmal besorgt vom letzten Mal. Und ja, zwar eine andere Farbe, aber ich glaube, dass der sieht so geil aus, der muss auch fangen. Seid gespannt, was passiert. Ich hoffe, dass ich vielleicht nochmal einen schönen Hecht ans Band kriege. Mal schauen. Immer schön die Bremse kontrollieren, dass er da nicht zu, dass er nicht zu hart eingestellt hat. Kann schon mal passieren, dass so ein Hecht denn doch mal so drauf scheppert und dann gleich Schnur nimmt, dass dann die Schnur reißt, ja. An den Köder braucht man echt nur ganz langsam und vorsichtig einleiern. Der läuft zwischen 30 und 1 Meter Tiefe, also 30 cm und 1 Meter Tiefe. Und für das Gewässer hier wunderbar, weil das ist relativ flach hier und verkrautet. Schön übers Kraut leiern. Ja. Dann können die Hechte eigentlich nicht widerstehen. Ja. Eigentlich. Mit der Brille sieht man besser. So eine Polbrille, mal gucken. Falls mal ein Hecht hinterherkommt, dass man dann das auch sieht. Ja. Kraut. Beim letzten Mal war meine Schnur sehr neu, Rolle war zu voll und deswegen habe ich immer Knoten in der Schnur gehabt. Nachdem ich dann nochmal 25 Meter Schnur oder so entfernt, da ist der Fisch, da ist der Fisch. Ui. Ui, was denn das? Ui. Schöner Biss. Zum Glück habe ich die Bremse eingestellt. Oh ja. Oh ja. Kannst du noch mal ein bisschen nachjustieren? Immerhin vierter Wurf. Ich sag euch, der Köder ist geil. Rechts hier. Eingenetzt. Ja. So schnell kann es gehen. Da ist er, der Gute. Da. Das ging schnell, würde ich sagen. So. Das war geil. Hier nochmal der Köder. Ein geiles Teil, ich sag's euch. Der ist so geil, ja. So, dann zähle ich das jetzt nochmal. Die Rolle beim letzten Mal war zu voll und deswegen beim Werfen haben sich da immer Knoten gebildet. Nachdem ich dann im Endeffekt 25 Meter Schnur runtergeholt habe, ja, ist das nie wieder passiert. Die war einfach zu voll.
Wann war das denn bis eben? Habt ihr ja gesehen, also. Rums! Oh, dran. Ist aber auch ein komisches Wetter, ey. Mal warm, mal kalt, mal Sonne, mal Regen. Junge, Junge, Junge. Da weiß man ja nicht, was man anziehen soll. Jetzt ist mir gerade warm. Ich wusste, dass diese Farbe auch fit. Die sieht einfach so geil aus. Gucken mich gerade kleine Barsche an. Auf Barsch müsste man es eigentlich auch mal versuchen. Ja, so ein 60er Hecht kann, oder 65, kann schon echt reinscheuern, ey. Meine Güte, ey. Ja, die sind bissig jetzt, ey. Dass ich mein Bobbler gerade verheddert, habe ich gleich gesehen. Dann habe ich einmal ganz doll gezogen, dass er über die Wasseroberfläche schlittert und dann hat er sich wieder befreit. Jetzt läuft er wieder gut. Dann wechseln wir gleich nochmal die Stelle. Jetzt habe ich ja eigentlich alles abgeangelt. In jede Richtung, die ich werfen konnte. Ach, ein Mini-Hecht. Ne, ein Barsch. Da war ein Barsch. Dann nochmal auf Barsche versuchen. So, jetzt mit dem Spin-Jig. Mal gucken, ob ein Barsch kommt. Schauen wir mal. Kann man übrigens seinen Köder ganz gut sauber machen, einfach mal ins Wasser schlagen, wenn da diese Faden irgend dran sind, dann ist er ganz schnell wieder sauber. Und ich kann euch sagen, nach dem letzten Hecht, den ich an Herrnbach gefangen habe, glaube ich auch nicht, dass die Krach unbedingt stört. Da waren wir so laut, ich habe nebenbei geangelt und 85 Hechte fangen. Die Barsche wollen nicht. Dann gucken wir mal weiter, was die Hechte sagen. Zur nächsten Stelle. So, die Stelle kennt ihr ja. Wieder der Köder. Wie gesagt, hier war eigentlich auch immer Fisch.
Seite gerannt. Oh. Ein kleiner Barsch hat versucht, dran zu nagen. Man kann die Tiefe von dem Bobbler ein kleines bisschen variieren, indem man die Angel entweder ein bisschen höher hält oder ein bisschen weiter runter hält. Dann geht er weiter runter oder höher, logischerweise. Hier in dem Fall sieht man sogar die Krautfelder, wo man vielleicht eventuell ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer angeln muss. Da waren wieder Barsche, habe ich gesehen. Aber alles keine Riesen. Man kann vorsichtig in die Schnur reinfassen zum Abbremsen, ganz vorsichtig, und dann immer mehr, umso weiter man dem Hindernis entgegenkommt. Da kann man eigentlich ziemlich punktgenau schmeißen. So, letzte Wurf an dieser Stelle, machen wir mal nach da, wo wir noch nicht waren. Ja, guckt mal hier, da würde jedem Karpfenangler das Herz höher schlagen. Schade drum. Bestimmt so seine 8 Kilo gehabt der Fisch. Ist leider tot, man weiß nicht warum mehr. Schade. Aber das passiert, ja. So, hier stinkt es zwar ein bisschen wegen dem Karpfen, aber es geht weiter, wir schauen mal. Ne? Kleine Frösche, Kaulquappen. Das sieht richtig gut aus. Der Frühling ist im vollen Gange. So. Neue Stelle, neues Glück. Schauen wir mal. Die Algen sind schon sehr, sehr nervig hier. Viele Algen. Viele Versteckmöglichkeiten für die Fische. So, meine Köder gewechselt. Auf den bewährten Gummi. Den Gockel. Damit komme ich vielleicht auch hier übers Kraut. Kommen wir damit weiter. Letzte Stelle für heute. Noch mal einen Köder dran gemacht, ja. Übrigens ein Hybrida K1.
So, zum Schluss zeige ich euch noch mal ganz kurz den Lauf des Köders. Ich hoffe, man kann das sehen. Nochmal. Hoppa. Da muss man doch anbeißen. So, in diesem Sinne, das war's. Ein Hecht gefangen. Fast ein Barsch, der hat kurz angedutscht, aber gut. Kann ich mit leben, war gut. Hat Spaß gemacht für einen kurzen Trip. Ja, und wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut.